Hallo und herzlich willkommen zurück bei Zelda Link to the Past. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört am Eingang des fünften Dungeon in der Schattenwelt. Ja, und ich habe mich jetzt umentschieden. Ich mache zuerst einen anderen Dungeon. Warum? Das werdet ihr dann sehen. Ja, jetzt ist da genau wieder ein Busch, wo ich mich in die Lichtwelt warpe. Dann eben hier. Ja, geht doch. Und weiter. Jetzt gehen wir erstmal wieder in die Schattenwelt. Am Schloss oben. Ah, hier hoch zu unserem Haus. An unserem Haus können wir uns noch kurz unsere Herzen auffüllen. Ah, das machen wir kurz. Oh, warum laggt es jetzt so? Was ist los? Ein Herz noch. Das verkraften wir. Da gehen wir erst nicht nochmal rein. Ja, wir machen zuerst den sechsten Dungeon. Denn dann fällt uns der fünfte Dungeon wesentlich leichter. So, ihr geht sterben. Aua. Ja, Link, lass mich zuschlagen. Wir gehen hier runter und dann diese Richtung. Was heißt das? Ah, wir gehen jetzt erstmal Richtung Kakariko und ja, genau, du Baum, schmeißt mich mit der Bombe an. Jetzt gehen wir hier in die Waldlichtung. Oh, ein einsamer Mann rumsitzt, der uns eine Schaufel gibt. Mit der Schaufel gehen wir hier direkt in die Lichtwelt. Ja, und er spielt mit der Flöte. Ach, ist doch blöd. An eben hier unten. So, jetzt kommen wir hoch. So, dann nehmen wir die Schaufel und graben hier einmal. Und bekommen die Flöte. Und mit der Flöte gehen wir jetzt nach Kakariko. Ja, der blaue Gegner gerade auch zwei Schläge ausgehalten, der untere. Ihr könnt ja nochmal nachsehen, aber ich glaube schon, da lief doch gerade irgendwas falsch. Aber mit der Flöte können wir hier einen Vogel befreien.
Dann rufen wir ihn direkt. So, und mit ihm können wir hier auf der ganzen Karte umherfliegen. Zuerst gehen wir mal nach hier oben. Wieder auf den Berg. Da gibt es noch was, was wir noch besorgen müssen vom nächsten Dungeon. Und wenn wir das dann geholt haben, dann ja, fällt mir ja mal schauen, was mir noch so alles einfällt vorm nächsten Dungeon. So, jetzt erstmal, war es hier? Ich glaube. Ja, richtig. Halt nicht die Flöte, den Hammer bitte. Und jetzt den Zauberumhang. Denn mit dem Zauberumhang können uns Stacheln nichts anhaben. Und schnell hier durch. Den Stein weg und Zauberumhang ausmachen. Was will ich mit Herzen? Energie wäre mir viel lieber. Oh je. Das ist nicht gut. So, der Birna-Stab. Mit ihm haben wir. Ja. Magielehrer, ich demonstriere euch, ich setze das blaue Elixier ein. So, und gefüllt. Da haben wir eine magische Rüstung um uns, die Gegner schädigt und uns vor Stacheln, Gegner und allem beschützt. Sehr praktisch und es zieht weniger magische Energie ab wie der magische Umhang. So, was fällt mir denn jetzt noch ein, was wir oben erledigen könnten? Momentan gerade nichts mehr. Dann gehen wir hier wieder in die Lichtwelt. Sind wir wieder hier. Und dann gibt es hier noch eine Brücke. Ah, gehen wir doch gleich mal nach hinten und siehe da, noch ein Buch. Halte das Masterschwert nach oben. So, und hier haben wir das Luftmedaillon erhalten. So, halt. So, uns fehlt es noch ein Item, wie ihr seht. Ein Item und eine Flasche. So, als nächstes gehen wir erstmal hier hin. Und wieder ein blaues Elixier besorgen. Kann man immer brauchen. Ein grünes Elixier zum Gleichtrinken. Und dann nehmen wir noch ein rotes und ein blaues. Was nehme ich noch mit? Noch ein rotes. So, weiter geht's. Oh, jetzt haben wir alles erledigt. Jetzt gehen wir zum nächsten Dungeon. Zum sechsten. Den fünften lassen wir jetzt einfach mal gekonnt aus. Und für den sechsten Dungeon müssen wir in der Lichtwelt zuerst mal hier hinfliegen. Und dann hier über das Portal in die Schattenwelt. Hier gab es noch irgendwo ein Herzteil, ich weiß. Ja, hier war es. So, Schieberätsel. Lasst mich überlegen. Also erstmal den hier auf Seite. Den da und so. Und Herzteil.
Gab's hier nicht sogar noch ein Herzteil irgendwo? In der Höhle? Ich muss mal kurz schauen. Ja, hier ist eine Höhle. Ich glaube, hier gab es auch noch ein Herzteil. Was bist du? Nein, ich möchte keine. Halt! Das habe ich noch gesehen im letzten Moment, dass man eine Bombe legen kann. Aber hier gibt es auch nichts außer Bomben und Herzen. Ich war mir sicher, hier gab es zwei Herzteile. Oder auch doch nicht. Ah, da gibt es noch eine Höhle. Vielleicht ja da drin. Ne, und den Brunnen, den brauchen wir auch nicht. Okay, dann gehen wir ab zum sechsten Dungeon. Der sich hier befindet. Wo wir das Luftmedaillon brauchen. Und siehe da, es wird schön Wetter. Und eine Pflanze wächst. In der sich der nächste Dungeon befindet. Das hier ist ein recht nerviger Dungeon, aber man muss ihn auch machen. Ja, schießt mich nur alle ab. Und im Raum müssen wir einfach alle Gegner töten, dass wir weiterkommen. So, und das ist der Hauptraum von dem Schloss, Tempel, wie auch immer. Weiß gerade nur nicht genau, wo wir als erstes hin müssen. Ah, ich habe das Spiel einfach schon zu lange nicht mehr gespielt. Ne, hier kommen wir noch da rein. Genau, das ist alles falsch. Dann gehen wir halt zuerst darüber. Geh weg. Und hier hoch. Da geht's auch nur nach unten. Oder A nach oben. Und nach links. Alle Gegner töten. Vielleicht bekommen wir ja was oder auch nicht. Ja, genau, für solche Passagen ist der Brunnerstab sehr praktisch. Aber wir brauchen einen kleinen Schlüssel, den wir nicht haben. Aua. Jetzt dachte ich, das Ding geht nur links, rechts. Aber hier geht's nach unten auch noch weiter. Die Bombe da richtig hin. Was? Nicht? Okay, dann eben nicht. Oh, was ist denn heute los? Ich mochte den Dungeon noch nie. Müssen wir zuerst hier rüber. Letzte Möglichkeit.